Eho, heute machen wir Jackie Zwiebelsteaks. Das werden auch dieselben sein, die ich am Wochenende auf das Treffen zum Philipp mitnehme. Was rede ich lang? Es sind nur 6-7 Zutaten, mit Fleisch 7 Zutaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, mit Fleisch 7 Stück. Und ganz einfach. Aber das zeige ich euch da drüben. Dann können wir hier mal so langsam anfangen. Ja, ich muss wieder meine Arbeitshände verstecken. Hilft ja nichts. Zum einen, ganz klar, wir machen Jackie Steaks, Nackensteaks. Dann haben wir erstmal Jackie. Dann haben wir Olivenöl, Salz, Pfeffer, hier den Ultimate Steak Pfeffer von der Grillshow. Ja, und da haben wir jetzt ungarische Paprika, edelsüß. Ihr könnt natürlich auch jeden anderen Paprikapulver nehmen. Zwiebeln. Und dann ist mir noch eine Zutat eingefallen, wo ich auch noch mit rein hau. Bisschen Knoblauch, ganz klar. Dann fehlt bloß noch das Fleisch. Ja Leute, ich werde jetzt schnell die Zwiebeln klein hacken. Alle drei. Und ein bisschen was von dem Knoblauch. Und wenn wir dann unsere Würzmischung dazu aufsetzen, unsere Marinade, hole ich euch natürlich wieder hinzu. Alles kommt dann hier erst einmal in diese wunderschöne Schüssel rein. Manch einer mag jetzt denken, oh, verdammt viel Zwiebel für ein paar Steaks. Das wird aufgeteilt. Das, was ich damit meine, zeige ich euch gleich. Dann fangen wir hier jetzt ganz einfach einmal an. Naja, fangen wir heute mit dem Paprika an. Ich mache das wieder frei Schnauze nach Gefühl. Oh, hallo mein Schatz. Du auch schon zu Hause? Pfeffer. Und etwas Salz. Schauen wir mal, was das für eine Farbe gibt. Könnte fast ausreichen. Naja, noch ein bisschen mehr. Wir haben jede Menge Fleisch. Wir haben jede Menge Fleisch. Hier kommt dann ordentlich Öl. Schatz, dein Olivenöl ist leer. Und zu guter Letzt natürlich noch ein ordentlicher Schluss Jackie. Ja, ich würde mal sagen, da brauchen wir noch mehr Olivenöl und vielleicht noch, ja, auf alle Fälle noch mal eine Portion von den Gewürzen. Das sagt mir jetzt rein die Optik von der Färbung von den Zwiebeln. Dann fangen wir mal noch mal an. Leute, ich hau jetzt noch mal eine Runde Gewürze rein. Also wie gesagt, das muss dann jeder für sich selber entscheiden, was und wie viel er hineintut. Und ja, und dann hole ich noch ein Olivenöl. Und nachher zum Steak schneiden sehen wir uns wieder. 2,5 Kilo Schweinenacken, ganz normal. Und ja, den schneiden wir uns jetzt zurecht, dass wir schöne Steaks haben. Ich weiß nicht, kann man es sehen, hier liegen schon zwei Vakuumbeutel bereit. Aber dazu gleich mehr. Also ich schneide mir jetzt hier erst einmal schöne Steaks runter. Und zwar genau so, wie ich die möchte. Das hier jetzt in den Beutel.
hier habe ich jetzt mal 5 Stück rein. Ja. Dann wären wir auch schon soweit. Ein Beutel gefriere ich komplett ein. Der ist ein schnelles Essen. Und den Beutel, den nehme ich dann mit zum Philipp. Und das ist unser Essen für heute. Dann haben wir hier jetzt unsere Zwiebelmarinade. Oder Zwiebel-Jackie-Marinade. Teilen wir hier jetzt schön auf. Natürlich richtig schön rumklotzen und sabbern, dass wir auch schön viel zum Putzen haben nachher. Und die restlichen Steaks legen wir hier rein und die ordentlich durchkneten. Könnten wir jetzt auch noch einvakuumieren bis heute Abend, aber Leute, das spare ich mal jetzt. Wir schieben bloß noch den Rand ab, dann der Deckel drauf und soweit gut. Und die werde ich jetzt auch gleich noch mal reinlangen, durchkneten, Ränder abputzen und einvakuumieren. Und wenn wir das alles soweit haben, tja, ganz einfach, dann sehen wir uns wieder. Die Steaks soweit fertig. Einmal Steak to go zum Mitnehmen. Einmal Steak für irgendwann. Wird eingefroren. Ja, und die für heute. Gedacht ist diese ganze Mischung, ZB zum Braten in einer Plansche, in so einer großen Edelstahlform. Wir haben keine Plansche, was ich, doch eigentlich hätte ich ja eine, aber die muss ich auch erst bearbeiten. Aber da haben wir eine Alternative dafür. Das zeige ich euch dann später, wenn wir die Steaks hier machen. Und das Ganze dann natürlich draußen. Ich sagte ja, eigentlich wäre es ganz gut für eine Plansche, aber naja, ich habe keine oder fast keine. Das, was ich jetzt genommen habe, ist ganz einfach eine IKEA Konixform oder wie die Dinger heißen. Da funktioniert es auch sehr gut. Hitzequelle ist da eigentlich relativ wurscht, was wir nehmen. In dem Falle nehmen wir heute wieder mal den Kobinox. Ja, angefeuert habe ich ihn schon. Die Schale steht schon drauf. Die Glocken läuten auch schon wieder. 6:30. Ja, und so sehen unsere Zwiebel-Jacksteaks aus. Wir hauen die jetzt komplett mit der Zwiebel alles danei. Brutzeln das schön. Ja, und dann können wir auch schon essen. So, das Ding wäre auf alle Fälle brüllend heiß. Ja, ziemlich. Ansonsten drehe ich die Brenner wieder hoch. Und dann können wir unser komplettes Fleisch inklusive Zwiebeln da reinwuchten. Und wenn es zu wenig Farbe abkriegt, mein Gott, dann können wir es immer noch mal auf die Kohlen schmeißen. Aber ich denke, das sollte recht gut funktionieren. Und auch die IKEA-Form verzieht sich wie Sau. Habe ich auf die Kohlen gesagt. Natürlich noch die äußeren Brenner anmachen, die Schale auf Seite ziehen und dann nochmal auf die Flammen. Kohlen haben wir ja hier gar keine. Ja, die Gewohnheit, die Gewohnheit. Ja Leute, so brutzeln wir. Ich mache die äußeren Brenner gleich mit an. Und dann lassen wir das jetzt erst einmal ein bisschen brutzeln.
So Leute, dann gucken wir mal wieder nach. Zwischendrin habe ich sie ja schon mal umgedreht gehabt. Ja, ein bisschen Farbe kriegen sie so, ja. Aber es könnte echt noch sein, dass ich sie noch direkt über der Flamme ja noch ein bisschen nachputzel. Ach, wisst ihr was? Das machen wir gleich. Ist zwar dann nicht ganz so, wie ich sie wollte, aber ja, machen wir es halt. Also jetzt kurz von beiden Seiten einmal umdrehen und dann tun wir sie wieder in die Schale und dann können wir auch schon fast gleich essen. Hier lobe ich mir halt ja die hochwertigen, teuren Grills, sage ich jetzt einmal, wo wesentlich mehr Bums von unten haben. Hat der hier nicht, aber für das Geld, was der gekostet hat, bin ich vollkommen zufrieden. Wenn mich jemand nach diesem Grill fragt, sage ich das auch immer dazu, dass der halt nicht diesen Bums von unten hat, wie jetzt ein Bräuking oder ein Weber oder ein Napoleon oder sonst was Teures. Ja, ich würde mal sagen, das reicht uns soweit. Die Zwiebeln sind auch schon soweit und dann können wir jetzt in wenigen Augenblicken das Ganze heraustun. Und hier dann in so eine andere Schale rein und dann können wir reingehen zum Essen. Ja, bevor ich wieder 100.000 Sachen auf einmal in der Hand habe, bringe ich jetzt dann erstmal die Cam rein und wir sehen uns dann drinnen. Ui, was habe ich hier gefunden? Ich glaube, das ist unser Zubehör. Schatz, kannst du mir mal das Ding schnell runterheben? Damit wir das auch nochmal zeigen. Was gibt es denn da überhaupt Gutes? Sonst stehst du immer rechts von mir. Oh, Spaltkartoffeln, geil. So, schön unser Steak, die Zwiebeln und unsere Spaltkartoffeln. Tja, und jetzt machen wir natürlich noch ein Probiererchen. Dann fangen wir mal mit den Kartoffelchen an. Hervorragend, mein Schatz. Also die Kartoffeln, mein Schatz kann sie, ich nicht. Fleisch. Hätten wir fast noch ein bisschen mehr würzen können. Dazu dann noch die Zwiebeln. Die sind wirklich lecker. Das ist mal wieder was, kann man auf alle Fälle machen. Kann man jederzeit nachmachen, meine hundertprozentige Empfehlung. Aber ich esse jetzt und nachher noch mal kurz Fazit. Jo, dann kommen wir noch zum Fazit. Also mir persönlich schmeckt es sehr lecker. Man könnte jetzt noch vielleicht ein Butterflöckchen noch mit in die Schale reintun und, dass die Steaks so richtig schön schwimmen. Das wäre dann noch besser. Also das wären dann so in Richtung Party-Steaks auf diversen Motorradtreffen, so mit Jackie und so, also die waren immer sehr lecker und so die Richtung ist das. Ja, wie hat mein Schatz vorher gesagt, also wiederhol's ganz einfach. Nein, ich sag jetzt nichts, weil sonst heißt wieder, ich mecker nur rum. Nein, du meckerst nicht, du sagst jetzt dein ehrliches Fazit, also ihr haben sie nicht ganz so gut geschmeckt, aber waren gut. Ja. Aber das große Highlight, der große, wow, ja. Das hat einfach gefehlt. Gut, das ist doch nicht gemeckert, das ist ein ehrliches Fazit, oder? Was meint ihr dazu? Ja,
wie ich es schon gesagt hatte, man kann es so machen, wenn man es möchte. Mir schmeckt sehr lecker so. Und das erste eingefrorene Päckchen, das sie immer sehen, stotter. Und das Päckchen, das erste Päckchen, sehen wir dann im nächsten Video nochmal, wo ich dann beim Philipp bin. Und da wird eventuell etwas anders noch rausgebrutzelt, rausgebraten, aber schauen wir mal, wie dort die Umstände sind. Okay Leute, das war's mit diesem Video. Nicht vergessen, Glocke aktivieren, um immer aktuell zu sein. Ein Abo würde mich auch freuen, für die, wo es noch nicht getan haben. Und natürlich wie immer ein Däumchen nach oben. Und ansonsten, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.